Hey Leute, willkommen zur neuen Folge von Trains im World 5. Heute sind wir mit dem RE 87 Kreisheim nach Aschaffenburg unterwegs. Und zwar halt mal mit der Baureihe 612. Wir rüsten alles auf. Hier haben wir sie auch schon. Wir starten die. Mann, ne, gehen wir kurz hinter. Wir machen schon mal alles flott für unsere Fahrrichtung. Aschaffenburg. So. Oh. Das war wohl leider die falsche Seite. So. Ist jetzt richtig? Ich glaube schon, ne? So, wir schalten dann ein die Psifa, PCB und GNT. Obwohl wir, glaube ich, die GNT direkt gar nicht brauchen. Mal machen wir aber trotzdem an. So, wir können jetzt schon mal unser Fensterchen aufmachen. Wir haben noch rot, das ist abgelehnt. Da gucken wir mal, was noch kommt vor und so. Der. Ach, da, der Desiro Classic als L87. Ja, später wahrscheinlich, ne? Dann müssen wir da mal warten. Und ja. Wir rollen, Alarm, wir rollen. Vielleicht sollte man die Bremse angezogen lassen, wenn man gerade im Raum ja, unterwegs ist. Nein, nicht Türen schließen. Türen. Frei. So. Puh, das war knapp. Fast wäre es ausgegangen hier. So, Helm auf 1. Und warten dann mal, bis wir Abfahrt erhalten. Schon mal TF ausdrehen und dann. Ein Zug betrachtet. Ich bin in einer Doppeltraktion der Baureihe 612. Heute unterwegs mit. 612. 169. Den kenne ich, glaube ich. Nee, den kenne ich nicht aus Real Life. Auf jeden Fall haben wir hier unseren. Gibt es eigentlich Schließbefehle bei dem Ding hier? Das ist nicht ganz realitätsgetreu, bei manchen Bauarten gibt es einen Schließbefehl, soweit ich weiß. Da vorne haben wir noch ein Desiro in der Bewegtlackierung. Gehen wir mal kurz rein. Obwohl, wir könnten eigentlich in der Weile, wo wir hier eh noch rumstehen. Alle Kollegen kommen der Show. Kacke, da müssen wir los schon. Gott sagen, können wir den können wir den Motor ausmachen. Aber Motor ausmachen ist, glaube ich, nicht so smart gerade. So, dann können wir schon mal Schließvorgang einleiten. Das hier lösen. Jetzt schon mal Leistung ausschalten. So. Dann sollten wir gleich, jawohl, Fahrt und dann verlassen wir den Bahnhof, den Haltepunkt von Miltenberg, meine Damen und Herren. Wir befreien uns, schließen das Fenster und beschleunigen auf unsere 80 Führerstandsbeleuchtung. Ja, bringt eh nichts, können wir mal anlassen. Und mal alle Schalter nach hinten legen, weil ich mag das ja, wenn die hinten stehen irgendwie. Keine Ahnung warum. Sind irgendwie ein bisschen geiler aus, frag mich nicht. So, Makro funktioniert. Die Lichter hier sehen auch. So, dann bringen wir es. Ne. Sind wir auch schon bereit für unsere Fahrtrichtung. Ich hoffe, wir kommen mit unserem 612er. Leider noch ein Bug, dass die Zielanzeige nicht funktioniert, immer noch. Ja, da eine Sache, die schon länger nicht geht. Wir dürfen leider jetzt nur unsere 60 fahren. Hört ihr das? Er hat alles, was ich drücke, ne? Weil ich habe so ein neues Mikrofon. Und damit hört man halt alles, was ich mache, so quasi, ne? Bisschen irgendwie zu schnell. Wie kann das denn sein?
Aber jetzt ist eh 160, das bedeutet, wir können eigentlich schon mal Gas übertragen, was bis der Gas gibt, dann ist das eh. So, in 1,5 Minuten kleinen Heulbach. Ich bezweifle, dass wir das noch schaffen. Schade, eigentlich, dass man hier keine Neigetechnik so als ich weiß habe. Und 120 ist nur erlaubt, maximal. Auch ein bisschen schade, dieser Zug kann ja maximal. Ach, wo steht's? Da. 160 km/h. Wasser? Oh, nee. Dann verlangsamen wir den 1 km/h, obwohl können wir einfach rollen lassen. Das geht sich dann irgendwann aus. Haben wir in kleinen Heulenbach eine Zugkreuzung? Irgendwie sieht so scheiße so aus, ne? Was kommt da? Schaffenburg. Ne, wir haben keine Zugkreuzung. Warum haben wir dann einen HP0 nach kleinen Heulenbach? Ah, ich weiß nicht so. Ne, 50 kann ich. Befreie mich aber mal kurz, obwohl es eh keinen Sinn macht. Trotzdem mal kurz machen. Ja, verlangsamen auf 85. Verlangsamen schon mal 50, weil jetzt haben wir ja ein HP0. Und da kann man schnell drauf zufahren. Das bedeutet maximal 50. Ab der Weiche. Ich könnte es nach vorne gleich schicken. Das machen sie auch manchmal. Aber eher mit der 218. Verweigert, ja, verweigert ist auch mal wieder richtig geil. Wir sind natürlich zu spät. So, heute mal direkte Bremse, also ich meine dynamische. Hand im Aussignal zu. 500 Hertz Magnet. So, kann das schon mal Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, dann bremsen wir hier ganz taktisch rein. Ja, Sifa macht keinen Stress. So, noch ein bisschen. Lösen. Zack, frei. Mal rausgucken, bis 10.30 Uhr haben wir noch Zeit. Dann können wir noch kurz hier vorne chillen. Da ist wieder Breitbank für die Abfahrt. Obwohl, es halt mal angezogen lassen. Ist irgend so eine direkte Bremse zufällig oder so? Ach, die Sonnenblende ist hier. Ich habe mich mal gefragt, wie geht die? So, dann müssen wir einmal unser Kopf ausschwingen. Die Leute steigen noch hier ganz gut ein kurz. Ja, der letzte. So, dann sind wir schon wieder abfahrbereit. Türen sind zu und dann geht es weiter Richtung Klingenberg in 7 Kilometern. Das ist ein bisschen weiter weg. Den Fall können wir uns noch nicht befreien. Aber wir können uns da vorne ungefähr befreien, weil ich glaube, hier geht es noch nicht. Ja, toll, 25 müssen wir jetzt bleiben, toll. Oh oh. Na, wir müssen unter 24 bleiben. Oh, 24, schnell bremsen, schnell runterbremsen. 1 km/h mehr bekommen die Zwangse. Befreien endlich. So, befreien und jetzt gib Gas. Zackig. Oh, Vollgas. Gas. 120 jetzt wieder. Oder? Jawohl. Kann man ein bisschen lauter für euch drehen, wartet. Zack. So, Leute, dann machen wir uns dann mal bereit, schon fast bald wieder für die Bremsung in Klingenberg. Ich glaube, Klingenberg haben wir auch eine Zugkreuzung, soweit ich weiß, oder? Irgendwie immer so. Was so viele Feinde sind, die Niddertal waren. Ich weiß nicht, ob ich mir die holen soll. Ich bin ein bisschen unschlüssig. Das ist nur 16. Was kommt da? Ja, komm. Ey. 9.
Ach ja, komm, jetzt back mal wieder. Also ein Desiro, wenn du glaube ich jetzt schon 10 Minuten bis zu spät. Er braucht das ein bisschen von 160 ist zum Glück fahre ich mit unserer 612. Ist hier so, da müssen wir mal das Guard rausnehmen. Obwohl können wir 50% nicht bleiben. Obwohl, eigentlich müssen wir 50% Bremsleistung bleiben. So ein bisschen, ja, wir rollen eher aus. Ist einfach rollen und sparen ein bisschen Kraftstoff, das können wir wieder ein bisschen beschleunigen. Auf so circa, würde ich sagen, 30% soll der Geschwindigkeit recht gut halten, 35%. Soll ich ja die Geschwindigkeit, glaube ich, ganz gut halten, ein bisschen kmh beschleunigen, jetzt machen wir 40. Ah, noch ein kmh, okay. Bleiben wir bei 50%, vielleicht geht's dann. Oh, backup, also nur noch 35, 37. Jetzt nur noch. Da muss wieder ein bisschen Gas geben jetzt. Also 60% sollte, glaube ich, reichen für beschleunigen. Dauerhaft auf 70, komm. Komm, bleiben wir auf 73 dauerhaft. Bist du mal ein kmh dazugekommen? Was ist denn das? Komm, bevor wir wieder runterbremsen müssen. Komm. Jetzt 70% bleiben. Jetzt, ja, jetzt hält es, glaube ich, ganz gut. Was ist denn jetzt zu? Weg, ich sehe gleich irgendeine 60 oder so, ne? Oh, nee. Ich spiele oben rechts im Head-Up-Display 60 angekündigt. Das ist schon wieder gar nicht gut. Das heißt, gleich irgendwo muss man wieder Wachzahn betätigen. Ja, komm. Entweder zu schnell oder zu langsam. Lass einfach rollen, das passt schon so. Vertraut mir. Ja, jetzt können wir schon wieder den normalen Sprammel und da vorne kommen die 60. Jeden Moment. Ja, da sind sie. Da können wir schon mal die Namen bremsen. So, zack. 95 auf 85 sollte eigentlich ganz gut gehen. Noch ein Stück, glaube ich. Ja, das geht schon ganz gut, glaube ich. Wir sind natürlich zu spät. Komm, brems. Keine Zwangs, brems. Das war gerade irgendwie gar nicht knapp, aber auch irgendwie richtig. Freien wir uns kurz und beschleunigen wieder, einfach ein bisschen Zeit gut zu machen. Aber mit Klingenberg ist dieses geile Schwimmbad. Freibad. Mikrofon. Tief, hört sich ein bisschen komisch an, aber egal. Beschleunigen einfach wieder, einfach ein bisschen Zeit rauszuholen. Jetzt gehen wir wieder Vollgas. Jetzt bremsen wir hier runter. Hier ist das Schwimmbad. Servus. So, jetzt bremsen wir ganz stark. Müssen wir so semi-stark. Ja, jetzt kommen die 60. Hier ist aber gerade scheißegal. Das passt schon so. So, jetzt sind wir auf 60. Bremsen wir da rein. In den Burhof. So. Einmal. Oh fuck. So, komm, auslaufen. Und auf, zack, rausgucken. Wir haben direkt wieder Abfahrt. Toll. Kann man schon mal wieder alles vorbereiten für die Abfahrt. Wir haben ja hoffentlich grünes. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja, haben wir. Sehr gut, mit gleich 120. Macht ihr noch mehr mit? Ja. Bremsen, Leute, ein. 3, 2, 1, zu. Jetzt sind wir ungefähr eine Minute zu spät. Naja. Und Lukas. Ach, Vollgas, komm. Wasser? Nee. Nee, da müssen wir kurz wegschauen jetzt, okay? Also, das ist alles nach Plan, was jetzt gerade hier passiert. Also, nee, ich darf schon 120, ne? Ich muss ein bisschen Zeit rausholen. Obwohl, nee. Ich bleib bei 160. Wenn wir weiter drüber sind, gehe ich dann hoch auf. Kann man schon mal beschleunigen, bis das Ding überhaupt Gas gibt. So, nächster halt. Ja, wir machen 2,7 Kilometer. In 2 Minuten, das können wir sogar eventuell schaffen.
Ich glaube, dafür müssen wir nicht runterbremsen. Da können wir mit 120 einfahren. Das ist entspannt. Na, Vollgas. Fenster zu. Sifa macht Stress. Erlenbach, oder? Entschuldigung. Mhm. Erlenbach ist da, da können wir, glaube ich, sogar mit 120, können wir sogar einfach mit 100 einfahren, vielleicht ein bisschen Verspätung rauszuholen. Aber 2 Kilometer für eine Minute ist schon ein bisschen hart, ne? Oh, 90er Einfahrt, Bruder. 90er, was bringt uns 90er Einfahrt, ehrlich? Schleunigen trotzdem weiter. Das kriegen wir schön, Leute, ich bin Profi. Nach dem Bahnhof kommen die 90, die Leute gehen leben langsam mit Leistung raus. Gehen voll in die Zugbremse rein. 2 sollte reichen. Ja, 90, geht ja. Hier ist ein SD90, chillt. Wieder Gas geben. So. 120 dürfen wir noch kurz vom Bahnhof. Komm, schneller Zug. Gas. Das brennt, blendet man das hart aus. Vorher kommt gleich Erlenbach. Ja, ein bisschen über 90, das passt schon. Ja, das geht schon so. So, dann. Wir bremsen noch nicht. Bremsen noch nicht. Wir können schon mal ein bisschen in die Eisen gehen auf 1. Oh, rechts. So, und jetzt machen wir richtig schön. Ich komme aus der Gegend, wo es nur eine U-Bahn gab und deswegen ganz schön mal mit dem U-Bahn-Fahrer rein. Ja, geht schon aus. Hauptbremse reinklatschen, dynamisch auch ein bisschen rein. Dann können wir eventuell noch pünktlich kommen. Komm zu lösen, Stärchen. Ja, ist immer noch verspätet natürlich. Oh, hier kann man nicht rausgucken, danke. Ah, ist wieder der Bug. Zu. Dann warten wir. Jetzt steigen Leute aus, oder? Ja, weil wir noch die Türen aufgemacht hatten, während wir noch ein Kamal gefahren sind, deswegen steigen die nicht aus. Ja. Dann noch warten, wegen hohem Verkehrsaufkommen und so, ne? Komm, wir schon. Ein guter TSV-Spieler, aber ich war es natürlich hier, ne? Ja, komm. Hopp. Mein Gott. Gas, aber Dalli. 120, aber schnell jetzt. In 3 Minuten Oldenburg-Elsenfeld. Da werden wir reinrasen. Vollgas. Da ist so ein HP0 oder so dahinter. Oh nee, da haben wir. Ach. Oh nee, Bro. Wir haben 14:54. Ich habe echt da rot. So unnötig, ehrlich. Oberburg Essenfeld wieder so random rot haben. Raum, gib mehr Gas. Du musst nachschauen, Leute. Warte kurz. Ah, sie fahren. Hab doch gedrückt, Mann! Ey, ich hab doch gedrückt! Mann, ey. So unnötig, ehrlich. Ehrlich, so unnötig. Die Sifa verkacken, ehrlich. Und die Sifa Menschen da vorne oder so. Hier mal gucken. So, Maul Sifa. Mein Gott. B
bitte jetzt nicht gleich halt erwarten, ne? Sonst ich raste ich endgültig aus, ehrlich. Was war schneller drummer Zug? Halt erwarten, Bro. Der erste Schritt was raus, hier kann ich schon mal dynamisch bremsen. Maul. Oh, bremst doch. Zwangsam habe ich gar keinen Bock drauf, ehrlich. Mehr bremsen, mehr bremsen, mehr bremsen. Oh mein Gott. Junge. So, komm, jetzt ein bisschen mehr in die Eisen gehen. So, bei 500 Hertz mal gehen, schießen sie da ab. Wo ist das? Das ist 500 Hertz. Bremsen, 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 lösen. Das hier. Das sollen die 500 Hertz für die anderen in die Gegenrichtung. Am besten nach vorne 500 Hertz. Das ist der 500 Hertz, oder? 500. Ja, ist natürlich. So, jetzt voll Leistung rein. Wir sind noch pünktlich, wir sind pünktlich. Brems. Komm, bremst, aber zackig. Komm, und auf, aber schnell. Als Abfahrt, 25, okay, kurz Pause machen. Fenster auf, rausgucken, lassen wir die machen. Da haben wir kurz so einen. Was ist das so? Sieh mal, klauen wir nichts, ne? So, wo sind wir gerade? Ober. Burg Elsenfeld. Hä? Ah, da. Elsenfeld? Obern? Ah, Obern. Nee. Er sagt, wir sollen jetzt diesen. Kleinwallstadt. Ja, wir sollen jetzt diesen Weg hier. Ohne halt durchfahren. Ja, danke. Ehrlich, danke. Komm. Mal dicht, aber Dalli. Komm, rausgucken. Ja, geht sich aus. Eigentlich hier unten. Mikrofon ist da unten. Komm, fahr halt. Ja, endlich mal. Auch mal überlegt sich mal loszufahren. 16 Kilometer mit Streckenschwelle 120. Ja, danke, Bro. Oh, nee, gleich sind wir 45. Komm, lass dich doch befreien, Mann. Nee, natürlich geht's nicht. Beschleunigen. Hä, wieso nicht? Ja, jetzt wäre Gas. Vollgas, aber. Zack, ich ehrlich. Komm, Gas. Digga, was für 11 Minuten 15 Kilometer? Wo ist eigentlich mein Fahrrad? Wenn ich fragen darf. Alles. Sind da wieder Leute, ne? Irgendwie ganz komisch. Egal. Das war hier nicht. Wenn ich hier drücke, was passiert dann eigentlich? Der Taste hier. Und dann ich tue durch Befehl. Ich alles auf einmal drücken. Geht sogar. Geil. Hey, was haben wir jetzt wieder gemacht eigentlich, dass wir direkt kein Gas mehr gibt? Ist der Motor jetzt abgeschmiert oder was? Was haben wir denn jetzt anders gemacht? Startet neu, ey. Nee, sonst haben wir wieder. Guck mal, Bremse. Zack. Fahren, Bremse. Wie sieht das in der Bremse rein? Startet neu.
das jetzt geändert? Okay. Ist anhalten dafür, also einmal. Dann einmal überall voll in die Eisen gehen, mit Sand auch nochmal rein. Was ist das denn für eine scheiß Bremse? Halte aus, stopp. Sie fahren, so können wir schon mal ausmachen. Dann. So, muss alles neu machen. Gebe schon mal Gas. Gib wieder keinen Gas. Aufgrund wieder. Neigetechnik-Test. Ja, komm, ist auch mal fertig. PCB und so einmachen wieder. So, komm, Gas. Ich mach nichts und die Maus geht automatisch nach rechts. Immer der 169, ehrlich. Immer mit der Störungen. Gib doch mal Gas. Ja, wisst ihr was? Zug fährt nimmer. Wenn ihr wisst, dass ich falsch mache, dann Notbremse ist die gezogen. Ne, ist sie nicht. Warte mal, gibt es vielleicht die Magnetschienenbremse oder so? Keine Ahnung. So. Hat noch was wieder jetzt hier auf die andere. Das Ding steht hier vorwärts, ja. Ja. So, jetzt können wir eventuell Gas geben, wenn es jemand Bock hat. Nee. Ich will kein Gas geben, egal was ich mache. Bremse, zack. Nochmal zurücksetzen. Vielleicht fahren wir diesmal ohne GST. Eigentechnikstörung oder so, frag mich nicht. Nein, nicht die GNT. Oh, nee, jetzt war wieder so ein dummer Test. Oder? Okay. GNT ist es aus, dann machen wir an. Tau aus nochmal an. Und wird auf jeden Fall an. Vielleicht zweite auch. Überall dampft's raus, jawohl. Bastard, hier ist er mal halten, okay. Wir sollten nirgendwo mehr anhalten. Ist das? So. Ah ja, warte. Wir fangen sogar noch eine Störung, muss das Fahrzeug abgeschleppt werden und kann er dann nicht mehr den Weg dahin fortsetzen Richtung Metaphorburg. Sie kommen dennoch sicher. Ich hoffe mal, das Super wird alle aufgegabelt von der anderen Lok und ja. Geh mal raus. Habe ich überhaupt eine Diesel-Lok? Oh oh. Ich habe gar keinen, ich habe nur die 363, glaube ich. Filter. Dieselzüge. Ja, Filter, Dieselzüge. Klar, 66. 612. Ah, ich werde es machen, ja. Dann einmal unseren schönen 642. Komplett passt ja, ne? Okay. Hat der jetzt alles angemacht? Er will losfahren. Mach auf.
Ach, er will selber. Nee, er will den nächsten Deal schon. Dann komm, was wolle dann? Ja, was hat der Scheiß eigentlich gerade? Ja. Er will den nächsten Zug, den ich irgendwie schon machen. Okay. Irgendwie sehr interessant. Egal, probieren es mal und wenn es nicht geht, dann müssen wir irgendwie. Ja, keine Ahnung, was wir dann machen. Ja. Einmal das Ding auf ein. Dann schauen wir mal hier. Also. Ist hinten schon der andere Lokführer drin? Auf der Seite. In die 8 natürlich reingehen. So, hier. Nee, ist nicht. Okay. Dann setzen wir mal zurück. Geben mal kurz Gas. Docken mal da dran. Es geht nicht. Das ist noch fast zu erwarten. Dann, ich muss mal Mathelehrer anrufen und fragen, ob er damit gerechnet hat. Der kam aus der Hölle. Dann für Dampfzug. Komm mal, ja. Ach komm, wir nutzen Dampfzug. Hab wieder einen. Ich hab sogar einen. So. Ist ja nicht gar nicht, wie man den fährt, aber da bestimmt nicht so eine Kupplung, oder? Ach du Scheiße. So ein Adapterwagen. War auch nicht, ne? Ach du Scheiße. Für den Stress hier, ehrlich. Dieselzüge, kommen wir der Klasse 66 mal. Oh, sowas. Mal gucken. Ob die Bock hat, wenn nicht. Ja, dann müssen wir die. Das hat halt so eine Kackkupplung, ne? Ja. Ja, ah ne, falsche Seite. Das ist ein Chaos-Video. Ich sehe es jetzt schon kommen. Soll ich doch mal. Ich hatte es lock mal, glaube ich. Nee. Hier lösen. Motorstart. Irgendwann war ich in dieser Druckpumpe. Ah ja, hier auf lösen lassen, bis es da in der Mitte ist. War es, glaube ich, so. Und ich glaube, dann können wir auch schon vorne, ne? Eins. Ah, wir fahren. Jetzt mal breit machen zur Bremse. Lösern anlegen. Stopp. Jetzt noch wieder zurückfahren. Ah, noch wieder zurück. Noch wieder zurück. Oh, stopp. Oh, anlegen. Hier mit der Tür, was wir da machen können. Wenn nicht, ja dann. Wo haben wir eine andere 612 dann? Ne, sieht schlecht aus gerade. Ich mache jetzt 612 und eine Lackierung oder so. Ne. Aber eine neue. So. Wenn das jetzt nicht geht, dann bin ich verwirrt. Wir sollen auch jetzt schon in Aschaffenburg sein, das ist irgendwie. Naja. Sind durch. Mach dicht hier, so. Vielleicht mag der ja. So, alles an hier. GNT. Nein, jetzt sind wir kurz nicht. Aber dann. Das ist der dicke aber noch drauf. Geht's trotzdem? Funktioniert, okay. Dann richtest du da vorwärts.
Gute Sätzen. Schaffenburg Bahnsteig 4 nach Kreisheim 15:24. Schaffen wir. Chill, Leute. Oh nein. Wie sagen wir rot, wenn ich fragen darf? Geschickt, oder? So. Jetzt haben wir wieder Fahrt erhalten, aber irgendwie auch mit Halt erwarten. Ja, und dass damit sie aufhört, weiß ich auch nicht wieder. So, sie vermacht Stress, natürlich das Übliche. Awesome. Jetzt habe ich irgendwie 3 Zugteile. Wobei da irgendwie 3-mal der Motor läuft. Ja gut, beschleunige sie halt mit. Passt doch. Habe halt eine bessere Beschleunigungsleistung oder so, whatever. 15 auf jeden Fall schaffen wir. Die können dann wieder in den Einsatz gehen. Obwohl, ob die in den Einsatz gehen können, weiß ich nicht. Schickt die uns jetzt rechts oder links? Noch links. Ja, jetzt wird Durchsage machen. Sehr geehrte Fahrgestalt, außerfahrmäßiger Halt in. Leider mir gerade nicht bekannt. Ausstieg weiter links, bitte. Warten Sie. Ich halte es so, dass die letzten 2 Zugteile, so die Zugteile, wo Leute drin sind, aussteigen können. Das heißt, die Zug einfach nur aufgegabelt wurde. So, noch 1 Meter vorfahren. Das HP ist ja ganz weit weg. So, dann fahren wir da weiter. Zugbremse 1A schon mal. So. Können wir mal links auswählen. Noch ein bisschen. Und stopp! Alter, knapp. So. Alles öffnen. Dann machen wir mal alle Motoren aus. Zieht die Bremse komplett an. Das kann ein bisschen dauern jetzt. So, dann müssen wir natürlich die Tür hier vorne zumachen. Die vorne, die kann offen bleiben. Da muss ich gleich noch reingehen. Dann machen wir die Tür alle zu. Die geht auch zu. Und die Tür auch. So. Dann kann man hier einsteigen. Klein Ball statt, da können wir da rein. Wir machen da mal unsere Ansage. Hi. Sagenwachse, hier ist Klein Wallstein, Ausstieg links. Ist das gut? Also sind wir da jetzt gut angehalten oder? Jetzt, ja, das ist der Bahnsteig fast zu kurz von 6 Server. Ja, dann halt letzte Tür nicht, ne? Die wird halt vorbei. Hi. Guck mal schnell, wo ist denn der Kandidat jetzt, der uns den ganzen Weg versperrt? Wie bitte? Wenn wir jetzt löschen. Kurz mal gut, dann weine ich. Ja. Okay, der Motor eigentlich jetzt wieder an, obwohl ich gar nicht angemacht habe. Das Rennen wieder angegangen, toll. Ah, wir haben grün. Okay. Okay. Wenn er mal zu lange gewartet jetzt, ansonsten. Ist alles gut. So, ich kann mal hinaussteigen. Chill. So, einmal alles anmachen. Dieses Ding vorne,
entfernen. Ja. Auf die Tür. Komm. Rauf. Irgendwie entfernen das so. Ja, geht nicht. Wow. Ist jetzt zu? Ja, zack, kommt los, let's go. So. Abschleppauftrag von XXL, Leute. Gas jetzt, hopp. So, wir fahren kurz ohne PCB. Because, aber dann machen wir ein bisschen so oder so. Ah, wir fahren kann man zu kämpfen. Schon mal gut. Ohne ein bisschen haben wir durch jetzt, ne? Ohne Halt bis Aschaffenburg jetzt durch. Kann ich irgendwas machen? Ne, gut. Und dann koppeln wir unseren Teil wieder ab. Lassen den hier unter der Rode fahren. Wie es abkoppeln geht, weiß ich auch noch nicht genau. Wollen Latour die ganze Zeit das Zug einfach abtrennen? Trennen da? Noch alle ausstellen lassen, einfach abtrennen und fahren mit dir einfach in die Abstellung. Ja, ist XXL-Video. Haben wir keinen einzigen Halt mehr und fahren aber 120 durchgehend jetzt bis nach Aschaffenburg, 11 Kilometer noch. Ungefähr 10 Minuten, glaube ich, oder so. Chill mit dem anderen Teil dann in die Abstellung. So, was hier vorne? 167, das ist 100, der 169. Ah ja. Hinten der 0-65, ja. Ja, dann ist es dann gut, dass der dann. Ja, also, der funktioniert ja noch, aber der ganze hinten tue einfach weg. Und dann, obwohl ihr unseren vorderen tue dann weg, und dann kann der Kollege sich darum kümmern, wie er den Zug dann zu laufen bringt. Ja, schnell wen kriegen. Das ist so geil gewesen. So, dann haben wir noch irgendwo durch, glaube ich, in Sulzbach oder so. Dann fahren wir ein bisschen schneller jetzt. Oh nee, was ist denn jetzt passiert? Die Siefer, oder? Das ist wieder gefickt. Gefusselt, meine ich natürlich. Nicht Egal, egal, vergesst ja, Leute. Komm, man gibt halt wieder Gas, ey. Wir machen was richtig Geiles. Wir machen den Motor aus. Haben wir uns zu 100% und jetzt starten wir den Motor. Das ist Macht er richtig fett, jetzt springt er hoch. Wuuuuh! Sowas macht Bock. Ah, Seifer. Oh mein Gott. So, sowas macht mies Bock, wenn du so machst. So, zack, zack. Null, also zack, zack, zack. Vroom. So. Genug mit Kinderspielerei hier. Immer gibst du mal bitte Gas auf 120, das ist ja nicht von dir Zug.
Weil gerade eine XXL-Rettungsaktion so. Wisst ihr? Ein Tour den 056 Tour wieder abkoppeln und in die Abstellung fahren. Da kann er mit diesen zwei Zugpaar dann weiterfahren. Das glaube ich zählt dann zur verspäteten Bereitstellung einiger Wagen. Da muss ich gleich ein bisschen abbremsen, aber das geht, glaube ich, noch. Ja. Es geht ganz. Es geht ganz fit, glaube ich. So, dann fahren wir unseren 20 nach 4 Kilometer bis Schaffenburg. Ist aber Luftlinie und ja, wir sehen schon hier, es sind keine 4 Kilometer. Mal gleich belegt. Oder. Puh, war das knapp. Gucken wir mal ganz kurz hier rein. Wasser und das war da. Mein Mic war die ganze Zeit aus, scheiße. Aber wir fahren jetzt einfach nach Gefühl Richtung Aschaffenburg. Ist mir egal jetzt. Ich meine Frage ist, ob wir am Ziel ankommen und das werden sie jetzt auch. So. Punkt aus, Ende. Ich habe schon fast eine Viertelstunde Verspätung. Ich will nicht noch mehr aufbauen. Wahrscheinlich wieder abbremsen. In der Theorie, in der Praxis auch. So, dann bitte. Vollbremsung. Komm, bremst stärker, komm. Komm, bremst. Noch ein wenig. Komm, ja, komm. Passt schon. Die HLB zu nehmen oder so. Halt erwarten. Ach stimmt, wir haben ja PCP uns ausgemacht. Kein nerviges Wachsam und so. So, dann bremsen wir mal ein Stück noch ein bisschen runter. Noch ein bisschen, ja. 40 haben wir gleich nur noch. Da vorne eine 425, ob es soll die HLB sein, weil es keine 440 haben. Schicken sie uns eine 425 vorbei. Das reicht aber auch vollkommen aus. 40! Der war, glaube ich, auf uns, weil wir ihn gerade noch gekreuzt haben. Hat die HLB jetzt auch verspätet jetzt. Wow.
Hier steht eine Rangierlokomotive, die hätten wir auch benutzen können, haben wir natürlich nicht gemacht. Jetzt wird der HLB da drin los. Grüße nochmal, weil ich habe sie zu gut grüßen. Hätte sogar HLB geschildert, wenn man interessant zu sehen. Hier haben wir nur RB58 Laufwache. Toll gemacht. Noch ein bisschen reinbremsen, noch ein Stück. Einmal hier alles anmachen, befreien und so. Ah. Und ich spiele von circa eine Viertelstunde an in. Ich habe einen Boy und vorne einmal ganz hinter. Mit unserem Teil des Zuges. Erstmal für Signal. Dann einmal Stopp. Oh. Dann einmal links öffnen. Dann machen wir hier alles. Ja, ist eh alles aus, ne? Netzschalter aus, das aus. Das Ding auf zurück. Das Ding hier weg. Haben wir alles jetzt? Ich glaube schon. Kompressor bald an. Gehen wir hier rein. Und tun den jetzt total abkoppeln. Den in die AO, in die Abstellung. Und ja, was wohin fährst du hier? Am Miltenberg, ja. Können Leute da drüben einsteigen, ja, ne? Die zurück wollen. Habe ich da Anschlussmöglichkeit. So, dann kuppeln wir mal ab. So, wir kuppeln ab, ne? Ja. Weil hier drin ist dann Pech gehabt. Kriegt das dann da rückwärts abkuppeln, ankuppelt. So, rückwärts fahren hier. Ah, stimmt, Tür und so, da war ja was, ne? Tür und so. Abgekoppelt, ne? Äußerst. Ah. Ich glaube, dass ich keine Leistung, wenn ich fragen darf. Hat damit zu tun, irgendwas nehmen. Ach ja. Lass uns einfach die ganze Zugverband in die Abstellung fahren. Termin. Das will der auch irgendwie nicht mehr. Keine Ahnung, was das jetzt ist. Ist mir eigentlich alles so blöd jetzt für. Hier auf uns schickt den ganzen Zug jetzt in die Abstellung, da kann sich dann irgendwann ein bisschen drum kümmern. Weil jetzt egal, der fällt auch 7 Minuten verspätet raus. Wegen uns. Ja, und dann. Guck mal rüber, ja, wir haben jetzt weggerammt. So, dann einmal bitte auf. Vorwärts, dann machen wir hier einmal alles flott. Der USB. So, lass mal die Tür kurz offen. Gehen raus. Und spawnen uns hier irgendwie ein Dieselzug, logischerweise. Die 363 können wir uns eigentlich mal herholen. Vorne auch eine steht, aber wir holen uns auch eine eigene. Die hat diese Kupplung. Ob die geht, ich glaube eigentlich fast nicht, aber holt's einfach mal aus. Was ist denn dieser Kacklock hier? Auf der einen Seite hochgehen. Komm, ich auch. Einmal hinhocken, ja komm, nerv nicht. Dann. Das hier müssen wir auf ein machen. Umschalter auch ein. Das ist ja
dann da vorwärts. Ach, dann okay, Druckgasse. Haben wir den angekoppelt jetzt? Also mal was jetzt hier lösen. Zieh die mal an. Angekoppelt haben wir dann, das ist echt gut. Glaubst du, was hier zu tun, dass Druck haben wir hier und so? Was tun, dass jetzt da die Tür noch offen ist? Glaub, er hat sogar eventuell. Ja. Gehen wir nochmal hoch. So. Oh, ist anstrengend gerade hier. So, dann müssen wir lösen. Einmal so zart, einmal. Wie in den Zug rechnet. Ah, wisst ihr was, Leute? Das war's machen. Wenn der Zug nicht mit in die Abstellung will, dann will er gar nicht mit. So. Etwas sehr Schlimmes. Und zwar ist jetzt hier Ende. Und wenn ich keinen Zug habe, indem ich den Zug in die Abstellung fahren kann. Dann bleibt der Zug auch nicht mehr hier stehen. So, dann müssen jetzt Leute irgendwann aufräumen, aber ist mir alles scheißegal jetzt. So. Ja, scheißegal. Echt nichts funktioniert hier, ehrlich nichts. So. Ist das mit alles ganz Schnurz, People, Diepel, egal. Wir machen uns Schleichwerbung. Muss ich so einen saftigen Gönnertchen spawnen. Wenn auch mal laden würde. Ah, danke. So. Und dann, wenn diese Lok mich in die Abstellung mag, dann mag sie in die Hölle. Ganz ehrlich. Ist mir alles scheißegal jetzt. Lok gibt Gas. Ich spring raus. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ich würde es sehr freuen. Unser Zug der. Hui. Das wurde vernichtet jetzt. Das war's für das Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und dann, ciao, Leute.